In der Gemeindeschule Raren dreht sich in den letzten Tagen alles um Haie und um den Schutz der marinen Ökosysteme. Langsam aber sicher werden die Schüler des 5. Schuljahres kleine Experten, wenn es darum geht, über Haie und Plastik im Meer zu berichten. Viel Wissen hat ihnen Manfred Bartsch vermittelt. Er ist Tauchlehrer beim Eupner Tauchclub und gleichzeitig Schulreferent für die Meeresschutzorganisation Shark Project. Die Kranken und die alten Tiere, verletzten Tiere, die werden als erstes gefressen. Weil die jungen, gesunden Tiere, die können wegschwimmen. Das Interesse bei den Schülern ist groß und sie reagieren schockiert, wenn sie erfahren, dass 100 Kilometer lange Angelleinen mit unzähligen Köderhaken ausgelegt werden, um Haie zu fangen, dabei aber auch zahlreiche andere Tiere wie Delfine oder Schildkröten elendig zugrunde gehen. Wir gehen von aus von 75 bis 150 Millionen Haie pro Jahr, die getötet werden. Ich habe gerade mit den Kindern durchgerechnet, wenn wir 100 Millionen Haie annehmen, dann sind das 3,25 Haie pro Sekunde, die jeden Tag getötet werden. Wir zählen die Gründe auf, warum er geschützt werden muss. Er hält das Meer sauber. Wenn der Hai nicht mehr da ist, wird irgendetwas anderes im Ökosystem kaputt gehen. Und damit kann das gesamte Ökosystem sterben und damit kann auch das Meer seinen Wert verlieren. Das haben die Kinder verinnerlicht. Gemeinsam wollen sie daran arbeiten, die Thematik zu vertiefen und die Informationen zu verbreiten. Zu diesem Zweck wurden kleine Arbeitsgruppen gebildet. Fabian, Jan und Joey haben sich eine Forscherfrage gestellt. Wir haben jetzt zum Beispiel, welcher Hai der beliebteste der Schule, und dann haben wir 7 zur Verfügung gestellt. Und dann mussten wir halt Plakate machen und den Kleinen aus dem 1. und 2. auch zu erklären, was Haie sind. Und das Projekt ist auch wichtig dafür, dass, wenn wir groß sind, dass wir unseren Kindern auch erklären, dass Haie nicht so gefährlich sind, weil alle denken, die wären gefährlich. Aber wenn die sterben, sterben wir Menschen wahrscheinlich auch. Dass in Europa Hai gegessen wird, wissen offenbar nur die wenigsten. Es wird vielerseits Hai verzehrt, teilweise auch in Unkenntnis, weil die Industrie das Haifleisch anders deklariert. Zum Beispiel Schillerlocke. Schillerlocke ist der Bauchlappen vom Dornhai, der vom Aussterben bedroht ist. Kalbfisch, Seeaal. Es sind Fantasienamen, die dastehen. Die Leute nehmen es. Oder vielleicht auch, oh, ich esse mal Hai, Haisteak. Ja, man sollte aber darauf verzichten. Michelle Beckers, eine der beiden Lehrerinnen, begleitet gerade einige Schüler bei der Realisierung ihres Projekts. 3 Wochen lang beschäftigen sich die Schüler in allen Unterrichten und auf unterschiedlichste Weise mit der Thematik. Sie bastelten unter anderem Schlüsselanhänger aus Plastikmüll, um das Shark-Projekt zu unterstützen. Die Idee, die Schüler mit der Thematik zu konfrontieren, hatte die Tauch- und Hai-begeisterte Lehrerin Davina Brühls, die mit Shark-Projekt Kontakt aufnahm. Im Bereich Kunst haben wir verschiedene Dinge gemacht. Wir haben einen Riesenhai gebastelt. Die Kinder haben Schlüsselanhänger gebastelt, die sie verkaufen, um Shark-Projekt zu unterstützen. Wir haben gerechnet, wie viele Schlüsselanhänger wir brauchen, um eine Patenschaft zu finanzieren. Lori, Eva und Celine basteln an einem Riesenhai, der demnächst in der Schule ausgestellt wird. Wir machen hier einen 4 Meter großen Hai, und den haben wir halt am Anfang haben wir den aus Draht in die richtige Form gemacht, und jetzt kleistern wir an abwechselnd an 50 Kindern immer daran, und nachher malen wir den auch noch an. Shark-Projekt setzt auf die junge Generation und auf ihre Fähigkeit, aus den Fehlern der vorherigen Generationen zu lernen.